Künstliche Intelligenz ist die Digitalisierung menschlicher Wissensfähigkeiten. Maschinen haben und werden kein Bewusstsein entwickeln. Punkt. Ja, hallo. Wir sind heute in Saarbrücken beim Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Herr Karker ist unser Gesprächspartner oder mein Gesprächspartner heute. Herr Karker, wir reden über künstliche Intelligenz, wie Sie damit umgehen, wie Ihre Lernerfahrungen damit sind. Lernen heißt zu irgendwas eine Lösung finden. Es geht beim Lernen wirklich nicht nur quasi utilitaristisch um die Lösung. Es geht um das Interesse. Mein eigenes Interesse war letztendlich immer transzendentalphilosophisch oder bewusstseinsphilosophisch. Es geht um das Denken. Was ist das Denken? Wo kommt das Denken her? Was ist dieses Ich, das ich jeden Morgen wieder fröhlich empfange oder mit dem ich jeden Morgen immer fröhlich umgehe? Was ist das Ich des anderen? Und wie ist die Chance, dass man maschinell verarbeiten kann und einen Zustand erreichen kann, dass Maschinen Leistungen erbringen, für die man beim Menschen Intelligenz voraussetzt? Und das ist etwas, was mich immer interessiert hat, wo ich eine Neugier habe. Neugier ist Energie und setzt einen, bringt einen in die Freiheit, wirklich sich Zeit zu nehmen, genau dieses zu lesen und dieses zu erkunden und etwas anderes nicht. Sie haben in einem anderen Interview mal gesagt, dass Lernen immer mit Anstrengung zu tun hat oder Lernen Anstrengung ist. Wenn man jetzt künstliche Intelligenz als Tool zum Lernen sieht, ist das dann eher hinderlich oder förderlich? Nein, das ist also künstliche Intelligenz als verstanden als Werkzeug. Und wir sprechen die ganze Zeit, wir und auch das DFKI, wir sprechen immer über Werkzeuge, sind selbstverständlich eine Erleichterung. Fördern, ermöglichen mir als Lerner, dass ich schneller zu Ergebnissen komme, die in Wirklichkeit meine Neugier befeuern können, so dass ich ein Interesse nicht nur kurz habe, sondern über die Erfolgserlebnisse, wie man heute sagt, es verstetige oder es nachhaltig wird oder wie man das immer ausdrücken möchte. Und da bietet künstliche Intelligenz Werkzeuge, wo ich mir eine unglaubliche Leistungsfähigkeit vorstellen kann, aber nicht so, dass das Ergebnis des Lernens, nämlich der Zuwachs an Wissen, auf irgendeine Art und Weise automatisiert in meine Erfahrung, in mein Bewusstsein fließt, wie man das sich so manchmal vorstellt. Viele Leute, wenn sie dieses Wort künstliche Intelligenz hören, haben doch irgendwie Angst davor. Das Erste ist, ich versuche zu betonen, den Werkzeugcharakter von KI, um dann zu sagen, ich verstehe außerordentlich, dass man skeptisch ist. Und das Erstaunliche ist, wenn ich mich mit den Leuten unterhalte, die sich wirklich interessieren und nicht nur einfach irgendwie sowas fallen lassen wollen, dass die eigentlich am Ende sich immer freuen, weil sie merken, was sie übersehen haben. Werkzeuge, wie zum Beispiel ein Schachcomputer oder Go, zum Teil auch sogar Spracherkennung, liefern Ergebnisse, sagen wir mal, die den menschlichen Leistungen überlegen sind. Das ist so. Gut, sie liefern diese Ergebnisse und alles andere liefern sie nicht. Und wenn man sich das anguckt und wenn man sich jetzt anguckt, welche Ergebnisse KI-Werkzeuge liefern können, dann kommt man danach dahin, dass man merkt, was sie nicht liefern können. Jetzt sind Sie ja schon lange genug dabei, um sagen, was waren so für Sie über die letzten 27 Jahre, wo Sie jetzt hier sind, so Aha-Momente, wo Sie gesagt haben, wow, jetzt sind wir einen Schritt
irgendwie weitergekommen? Also A, gibt es da ganz viele Momente und ich muss ganz ehrlich sagen, was mich phänomenal beeindruckt hat, das waren die Mitte der 90er Jahre die Leistung von Verbmobil. Wir hatten verschiedene parallel laufende Stränge für Syntax und Semantik und Dialoggedächtnis und Übersetzung und Zielsprache, Sprachsynthese. Das zu sehen, als dieses System, das so gesehen das erste Mal dann auch wirklich end-to-end, ja, man testet im einzelnen Modul, aber das ist end-to-end und man sitzt davor und dann arbeitet das System und dann kommt am Ende die Übersetzung raus. Aber das war phänomenal, 90er Jahre, phänomenal. Und dann muss ich sagen, war ich wirklich beeindruckt von den Fortschritten bei Spracherkennung im Sinne der Verschriftlichung der gesprochenen Eingabe. Ich bin immer noch wirklich, wirklich begeistert von dem, was heutzutage die maschinelle Textübersetzung leistet. Das ist nicht fertig. Das ist ein Werkzeug. Man kann es einsetzen. Es ist wirklich hilfreich. Es reißt jetzt vielleicht noch nicht die Sprachgrenzen nieder. Das vielleicht nicht, aber es ermöglicht multilinguale Kommunikation in Teams, in Firmen. Es ermöglicht die multilinguale Recherche im Internet, sodass ich auf Deutsch etwas suche und ich bekomme ein Ergebnis einer italienischen Webseite. Und dieses Ergebnis der italienischen Webseite wird dann auch noch roh auf Deutsch übersetzt. Ich finde, ich komme aus der Linguistik. Ich finde, das ist wirklich beeindruckend. Ja. Im Vergleich zu dem, was es mal war, Turmbau zu Babel, im Vergleich zu dem, was es mal war. Ja. In einem Haus wie Ihren, wo doch viel oder fast alles um Technologie geht, viel Digitales ist, welchen Raum nimmt denn das digitale Lernen hier ein? Wo werden digitale Tools genutzt, um zu lernen? Also jetzt ist das DFKI ein Forschungszentrum. Deswegen ist das Analoge, das Digitale, das On- und Offline, das Virtuelle, das Menschliche Lernen ist quasi in der DNA sowieso eingebaut. Also es ist wirklich integraler Bestandteil. Wo sehen Sie so die Grenzen von KI? Maschinen haben und werden kein Bewusstsein entwickeln. Punkt. Und das heißt, wir bleiben bei Werkzeugen. Wir haben nicht den spooky Roboter, der aus einer tatsächlich erlebten Empathie heraus sagt, das kann ich nicht empfehlen. Er sagt es quasi aus einer Kombinatorik, aus einer Datenaggregation, aus einer Analyse, könnte er sagen, ich kann es nicht empfehlen. Und das muss man eben auch dann als Empfehlung verstehen, auf der Basis von parzellierten Werkzeugergebnissen, aber nicht als ein Verständnis, das irgendwie vergleichbar ist. Mit dem menschlichen Verständnis, wo der Mensch sich in die Schuhe des anderen stellen kann. Das können Maschinen nicht. Welcher Verantwortung kommt da der Gesellschaft zu? Also ich würde sagen, der Gesellschaft, die Verantwortung der Gesellschaft im Sinne der Zivilgesellschaft, der bürgerlichen Zivilgesellschaft, das sind wir alle, ist eigentlich immer und schon seit langer Zeit dieselbe. Interessiert euch für eure Gegenwart. Das ist alles. Das ist die Verantwortung. Interessiert euch für eure Gegenwart. Sucht das Gespräch, nehmt nicht das Erste, kümmert euch darum, dass ihr wirklich eure Zeit versteht. Nutzt die Werkzeuge, die da sind. Es gibt eben viele, und es werden auch viele genutzt, bei KI-Werkzeugen vielleicht noch weniger, aber nutzt die Werkzeuge, die da sind. Das ist die Verantwortung von jedem Bürger der Zivilgesellschaft. Ich glaube, im Laufe des Gesprächs hat man jetzt schon so ein bisschen rausgehört, was so Ihr Lieblings-
KI-Tool ist, das ist... Das kann ich Ihnen sagen. Und zwar geht es da um den Wissensdialog mit Wikipedia. Das ist das, was ich gerne möchte. Der Wissensdialog mit Wikipedia. Wir können heute, haben wir quasi eine Faktenabfrage bei Wikipedia. Wer, wann, was, wo läuft. Und das ist wirklich, die Menschheit hatte doch nie eine so hervorragende Faktenquelle. Irre. Und so multilingual. Das ist fantastisch. Gut. Aber das ist kein Wissensdialog. Wissensdialog für mich ist, dass ich Fragen stellen kann, quasi wie früher, wieso, weshalb, warum? Wieso ist dieses passiert? Warum hat er jenes gesagt? Weshalb ist dieses eingetreten? Was bedeutet das? Nicht nur, wer hat etwas gesagt. Und ich meine das wirklich als Wissensdialog und ich meine das gesprochen. Gibt es schon tragfähige Geschäftsmodelle für KI? Für KI gibt es außerordentlich viele tragfähige Geschäftsmodelle, die allermeistens darauf aufbauen, dass man aggregierte Daten auswertet und aktuell eben sehr oft für Microtargeting einsetzt, um personalisierte Werbung zu schalten. Wenn es so ist, dass ich einen Service, eine Plattform nutze und mir diese Plattform sagt, hier ist etwas, das könnte dich interessieren, das autonome Fahren. Ein gigantisches Geschäftsmodell. Die Unternehmenssoftware, ein unglaublich, unglaublich wichtig. KI ist unglaublich wichtig für Unternehmenssoftware insofern, als dass es darum geht, wie kann man die Abläufe in einem Unternehmen verbessern, wie kann man die Maschinen und die Wartungszyklen anpassen, gegeben die Auswertung von aktuellen Sensoren. Das ist überall, da ist unheimlich viel Sinnhaftigkeit, wahnsinnig viel Geld. Und eben, wenn es um Industriedaten geht und um Maschinendaten, gibt es natürlich sehr viel Industriespionage. Aber wenn ich das so sagen darf, Maschinen haben keine Privatheit. Und insofern kann man die Daten auch einfach auswerten. Ich glaube, das ist ein wunderbarer Schlusssatz. Vielen Dank. Sehr gern.